Einen wunderschönen guten Abend. Schön, Sie heute Abend hier zu sehen zu unserem vierten Abend und fünften Thema von Magna Conflictio. Herzlich willkommen auch all denjenigen, die jetzt live zugeschaltet sind, auf www.magnaconflictio.de oder aber die unsere Aufnahme später, zu einem späteren Zeitpunkt auf johlmediatv.de betrachten. Schön, dass Sie da sind. Und wir haben ja angekündigt, dass wir jeden Abend Fragen beantworten werden. Nun ist es leider so, dass wir keine Fragen bekommen haben zu den bisherigen Themen. Äh, jedenfalls nicht zum letzten. Dass ich keine Frage beantworten kann und deswegen werde ich einfach selbst eine Frage beantworten. Und zwar möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, wir hatten das letztes Mal ja das Thema 95 Thesen. Und wenn ich diesen Vortrag vor zehn Jahren gehalten hätte... Dann hätte es bestimmt jemand gegeben, der dort sich beschwert hätte. Denn vor ungefähr zehn Jahren war es noch absolut gängige wissenschaftliche These, dass diese 95 Thesen niemals an die Schlosstürkirche von Wittenberg äh, angenagelt worden sind. Ähm, das galt äh, als Legende überholt. Äh, der Grund darin liegt, dass diese Geschichte von dem Anschlag der Thesen erst nach der Zeit von Luther jemals aufgeschrieben worden ist. Und man weiß, was es diese 95 Thesen gab, aber man hat das als Legende bezeichnet, dass die jemals dort ähm, angenagelt worden sind. Und die Frage stellt sich natürlich: Ist das überhaupt glaubwürdig? Und interessanterweise hat man vor wenigen Jahren, 2006 ist es her, ähm, eine Notiz gefunden vom Sekretär von Luther, die bestätigt, dass tatsächlich diese 95 Thesen an die Tür angenagelt worden sind. Das heißt, ähm, die Wissenschaft musste sich jetzt wieder korrigieren, das ist relativ neu. Und wenn Sie da neueste Publikationen zu lesen, werden Sie sehen, dass viele mit so einem kleinen Knirschen im Magen das zugeben mussten, dass es jetzt doch wahr ist. Wenn Sie Fragen haben, die vielleicht etwas spannender sind als die, die ich gerade gestellt habe, dann können Sie uns gerne eine Frage äh, stellen, wenn Sie auf der Internetseite bei Magna Conflictio äh, jetzt nach links schauen. Genau da, das ist so ein kleiner schwarzer Button, da steht Feedback und Fragen, da können Sie draufklicken und eine Frage stellen. Wenn Sie hier vor Ort eine Frage haben, scheuen Sie sich nicht, kommen Sie direkt nach dem Vortrag zu mir und stellen Sie Ihre Fragen. dann werden wir sie morgen Abend oder wann auch immer hier behandeln. Kommen wir zu unserem Quiz. Wir haben ja jeden Abend fünf Fragen, die wir im Laufe des Vortrags dann beantworten und wir wollen sehen, wer von Ihnen war eigentlich am Dienstag da gewesen? Oh, eine ganze Menge, dann werden wir jetzt, glaube ich, gute Antworten bekommen. Die erste Frage, die wir Dienstag gestellt haben vor dem Vortrag war, in welchem Königreich war Jan Hus als Reformator tätig? Werd aufgepasst? In welchem Königreich war er tätig? In Böhmen, nicht wahr? Damals hieß das noch nicht das war Böhmen. Die zweite Frage war: Wo wurde Jan Hus verbrannt und jemand hat es damals schon gleich hinausgerufen? Konstanz, ganz genau. Und wir haben gesehen, das war eine sehr, sehr berührende Geschichte, sowohl von ihm als auch von seinem Genossen, wie hieß der nochmal? Hieronymus von Prag, ganz genau. Die dritte Frage war, wie hieß der Beichtvater von Martin Luther? Wer hat aufgepasst? Gibt es jemanden, der sich erinnern kann? Der Mann war gar nicht so unwichtig, denn dieser Mann hatte ja in diesem Kampf, in dem Luther steckte, um sein Seelenheil, ihm den Hinweis gegeben, schau nicht auf deine eigenen Werke, schau auf Jesus Christus. Dieser Mann ist eigentlich so der Mann, hinter den Szenen, der sozusagen Luther Richtung Reformation geschubst hat. Sein Name war, vielleicht erinnern wir uns, Johann Staupitz. Also nicht unwichtig, dieser Mann. Die vierte Frage war, in wessen Auftrag handelte der Ablassprediger Tetzel? Von dem haben wir gehört, nicht War Aber in wessen Auftrag hat er gehandelt? Werd aufgepasst. Hm? Ja, in letzter Instanz dann irgendwo im Auftrag des Papstes, das stimmt. Aber konkreter war da, da gab es jemanden, der ihn beauftragt hat haben wir auch erwähnt. Und zwar war das der Erzbischof Albrecht von Mainz. Und er war auch zuständig für Magdeburg und deswegen kamen die sich da bald in die Quere mit Luther in Wittenberg. Und die letzte Frage, wo begegnete Luther dem päpstlichen Legaten Kardinal Cajetan Da gab es diese, diese Verhandlung, nicht wahr? In Augsburg, ganz genau, im Jahre 1518, auf diesem ersten Reichstag, wo im Zuge des Reichstags Luther sich verantworten musste. Und dann so eine Disputation entstand. Und da haben wir gesehen, dass Luther entkommen ist und dass ihm dann der Bann angedroht worden ist. Und was hat er mit der Bannbulle getan? Hat er hat sie verbrannt und daraufhin ist er exkommuniziert worden. Und da haben wir aufgehört und da werden wir genau an dieser Stelle heute Abend weitermachen. Unser Thema wird nämlich sein: elf Worte. Zeitenwende. Und wie immer haben wir heute fünf Fragen. Also passen Sie gut auf und dann werden wir morgen diese Fragen gut beantworten können. Erste Frage. Und wie gesagt, nicht jetzt laut hinausrufen, sondern einfach in Gedanken erstmal durchgehen, ob wir das jetzt wissen könnten. Und wenn nicht, dann heute gut aufpassen. Wo fand der Reichstag 1521 statt? Ich denke, die meisten von Ihnen können diese Frage wohl beantworten. Die zweite Frage ist auch nicht so schwer. Wo liegt die Wartburg? Auch bitte noch nicht antworten, sondern auf den Vortrag warten. Und dann heißt es in der dritten: In wie viele Kategorien teilte Luther seine Schriften vor dem Reichstag ein? Nur mal, nur mal ich bin wieder gespannt. Ohne laut zu antworten, wer, nur durch die Hand heben, wer könnte das beantworten? Wie viele Kategorien? Ah, gut. Dann sind Sie heute am richtigen Ort. Heute werden Sie etwas lernen. Und dann haben wir hier noch: In welcher Stadt begann die Schweizer Reformation? Gibt es Schweizer unter uns heute hier? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir haben ja mehrere Antworten bekommen. Und bitte, ich weiß, es ist schwierig, nicht wahr, wenn man die Antwort schon auf den Lippen hat, nicht zurückzuhalten. aber vielleicht schaffen wir uns, uns im Zaum zu halten. Äh, wer vertrat Zwingli in der Badener Disputation 1500? 29. Und diese Fragen und viele mehr werden wir jetzt gleich besprechen und beantworten, aber wie jedes Mal wollen wir zunächst mit einem Gebet starten, denn dieses Thema wird nicht nur die Zeitenwende beschreiben, sondern kann auch eine Wende in unserem Leben sein und dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Lass sie ein mit mir zu beten. <laughs> Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du uns alle hergebracht hast an diesem Abend und wir möchten dich bitten, dass dein Wort auch heute unser Herz berührt. Und wenn wir zurückschauen in die Geschichte, fast 500 Jahre zurück, dann bitten wir dich, dass wir lernen aus dem, was Menschen dort mit dir erlebt haben. Und wir danken dir, dass du auch heute noch derselbe Gott bist wie in jenen Zeiten dass du auch heute noch denselben Glauben in uns inspirieren kannst. Wir bitten dich, dass du alle störende fernhältst, dass wir auf dich achten dürfen und dass du zu uns sprichst. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Was haben sie gemacht, als sie 19 Jahre alt waren. Können Sie sich erinnern, als Sie 19 Jahre alt waren? Manche wird sagen, oh, das ist schon eine lange Zeit her. Als ich 19 war, da ging ich noch in die Schule, ich war in der 13. Klasse... und habe mich vorbereitet auf mein bald beginnendes Studium. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, was haben Sie gemacht mit 19? Können Sie sich noch erinnern? Stellen Sie sich vor, Sie sind 19 Jahre alt... und Sie bekommen als Geschenk sozusagen... Die Herrschaft über all diese farblich markierten Länder zugesprochen. Da finden Sie Deutschland, Böhmen, die österreichischen Erblande, Niederlande, die Schweizer Eidgenossenschaft, hier ähm, große Teile Italiens, das Königreich Sizilien, äh, Spanien, inklusive natürlich dem heiligen deutschen Reich römischer Nation. Klingt schon. Ganz schön furchtbar flüssig, ja? Er war 19 Jahre alt. Nicht er, er. Kaiser Karl der V. Und er wurde zum Kaiser ernannt. Wir hatten ja gesehen, dass am Ende <höhnt> des letzten Vortrages eine der Gründe war, warum Luther ein Zeitfenster hatte für seine Reformation, dass der alte Kaiser gestorben war. Und jetzt war dieser neue da, Karl der V. Und sobald dieser neue Kaiser gefunden worden war, im Jahre 1519, da hat Rom die Möglichkeit gesehen, die Sache mit lothar wieder aufzugreifen. Junger Kaiser heißt natürlich beeinflussbar. Das heißt, man kann da vielleicht was drehen. Und so hat man auf ihn eingeredet, du musst jetzt diese Sache mit lothar hier beenden. Du musst ein Machtwort sprechen. Das Dumme war nur, es gab jemanden, der dem Karl sehr behilflich gewesen ist, auf den Thron zu kommen. Und das war der hier. Weißt du immer noch, wer das war? Das war Karl Friedrich der Weise, nicht wahr? Ja? der Kurfürst von Sachsen. Und der war sozusagen der Landesherr in dem Land, in dem Luther gelebt hat, und hatte, obwohl er mit Luther noch nicht so viel am Hut hatte, doch so ein bisschen so eine kleine Sympathie für diesen Professor aus Wittenberge, und wollte unter keinen Umständen, dass sein Professor hier ohne Verhör einfach verbrannt wird. Und so war Karl V. seit seiner Regierungsbeginn in der Zwickmühle. Auf der einen Seite Rom, die gesagt haben, weg mit Luther. Auf der anderen Seite Friedrich der Weise, der Kurfürst von Sachsen, dem er ja den Thron verdankte, der gesagt hat, also mach mal halblang, nicht wahr? Wir brauchen hier ein ordentliches Verhör. Und so war der Arme nicht zu beneiden. Zwei Jahre später wurde dann der Reichstag wieder einberufen und der fand statt in ist sogar in Worms. Und zum Reichstag kommen alle Staaten des Deutschen Reiches, sowohl die weltlichen Staaten als auch die geistlichen Staaten, alle Stände, die Ritter, die Herzöge, die Fürsten und so weiter und so fort. Und große Themen standen auf der Tagesordnung, denn Karl brauchte einen Vizeregenten, denn er hatte vor die nächsten Jahre nicht im Reich zu sein, wenn man gesehen er hatte, viele Länder zu betreuen. Und nach diesem Reichstag wird er für fast zehn Jahre lang nicht mehr zurückkommen ins Reich. Also da waren gewaltige Themen zu besprechen. Aber ein Thema, das immer im Hintergrund lauerte, war diese Sache mit Luther. Und Karl hat angeordnet, dass auch Luther dort vor dem Reichstag verhört werden soll. Das Problem war nur, dass Luther zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr krank war. Aber er schreibt trotzdem, ich werde, wenn man mich ruft, kommen, soweit an mir liegt, ob ich mich auch krank müsste hinfahren lassen. Denn man darf nicht zweifeln, dass ich von dem Herrn gerufen werde, wenn der Kaiser mich ruft. Greifen Sie zur Gewalt, wie es wahrscheinlich ist, denn dazu, um belehrt zu werden, lassen Sie mich nicht rufen. Ja, der wusste schon ziemlich genau, worum es geht. So muss man dem Herrn die Sache befehlen. Dennoch lebt und regiert derselbige, der die drei Knaben im Feuerofen des Königs von Babylon erhalten hat. Will er mich nicht erhalten, so ist's um meinen Kopf eine geringe Sache. Man muss nur dafür sorgen, dass wir das Evangelium, das wir begonnen, den Gottlosen nicht zum Spott werden lassen. Und dann sagt er, und das beeindruckt mich immer wieder, wir wollen lieber unser Blut dafür vergießen. Wir können nicht wissen, ob durch unser Leben oder unseren Tod dem allgemeinen Wohle mehr genützt werde. Nimm von mir alles, nur nicht, dass ich fliehe oder widerrufe. Fliehen will ich nicht und widerrufen noch viel weniger. Weißt du, noch viel weniger als nicht? Ganz und gar nicht. Also Luther war sich an seiner Sache klar, aber er war krank. Und dann ist folgendes passiert. Es gab jemanden, der überhaupt nicht begeistert war über diese Idee, dass Luther nach Worms kommen sollte. Und das war... Moment, der hier. Weiß jemand, wer das war? Das war Aleander. Man Namen Aleander gehört. Aleander war der päpstliche Legat, der Nuntius, sozusagen der Abgesandte, der die Sache des Papstes hier in Worms vertreten sollte. Und er hat ein gewichtiges Argument. Er hat zum Kaiser gesagt: Wie kannst du jemanden vorladen lassen, der bereits verdammt ist? Denn der Papst hat ja bereits die Exkommunikation ausgesprochen. Wenn du Luther einlädst und dass er sich frei verteidigen darf vor dem Reichstag, wo doch der Papst ihn schon verurteilt hat, dann ist es eine Beleidigung für den Papst. Das lassen wir uns nicht gefallen. Und der Reichstag, der am 27. Januar eröffnet worden ist, sollte nach seiner Vorstellung ohne Luther stattfinden. Denn so ein bisschen hat er schon Angst gehabt, was passieren würde, wenn Luther kommen würde. Und so hat sich dann Karl breitschlagen lassen und gesagt, okay, wir wollen ja den Papst nicht äh, verärgern. Luther darf nicht kommen. Wurde wieder ausgeladen und hat ihm gesagt, du kannst nur kommen, wenn du wieder rufen willst. Ansonsten bleib in Wittenberg. Wir wollen dich hier nicht haben. Aber damit war Alean nicht zufrieden. Wo er jetzt schon mal in Worms war und all die verschiedenen Prinzen und Fürsten und Herzöge bei sich hatte, ist hat er die Chance genutzt und hat in persönlichen Gesprächen, in Ausschüssen, wo auch immer, Stimmung gemacht gegen Luther. Er wusste ja, dass dieser Luther, anders als die anderen Reformatoren, die es vor ihm gab, schon eine gewaltige Unterstützung im deutschen Volk hatte. Und er musste fürchten, dass schon einige der Fürsten hatten, angefangen hatten, mit Luther zu sympathisieren. Und so hat er wirklich Stunk gemacht, würde man auf Deutsch sagen, gegen Luther. Und er wollte gern auch den ganzen Reichstag adressieren. Und hat Immer wieder gebohrt und gebohrt und gebohrt. Und schließlich hat Karl V. gesagt, okay, hast du deinen Willen, du darfst vor dem Reichstag sprechen. Und was Lothar verwehrt worden war, ist jetzt Aleander gegönnt worden und bekam am 13. Februar die Gelegenheit, eine dreistündige Rede zu halten. Und Aleander war nicht auf den Mund gefallen. Das war seine Chance. Ein Kommentator hat es folgendermaßen, ein Historiker folgendermaßen kommentiert. Es war ein großer Tag für den Nuntius. Die Versammlung war groß, noch größer war die Sache. Aleander sollte für Rom, die Mutter und Herren aller Kirchen, das Wort führen. Er hatte die Gabe der Beredsamkeit und zeigte sich der Erhabenheit des Anlasses gewachsen. Die Vorsehung wollte es, dass Rom vor dem erlauchtesten Tribunal erscheinen und seine Sache durch den Begabtesten seiner Redner vertreten werden sollte, ehe er es verdammt würde. Aleander nutzt die Gelegenheit. Er hält eine Rede voller Brillanz, voller Rhetorik und überzeugt den Reichstag. Mit guten Argumenten. Er beschreibt, wie seit über tausend Jahre das Reich und der Papst gut zusammengearbeitet haben. Und wie viele, all der Gelehrten, durch all die Jahrhunderte, die Kirchenväter, alle in Übereinstimmung waren mit dem, was der Papst sagt. Und dass es doch vollkommen absurd wäre, so einem dahergelaufenen Mönch dort aus Wittenberg jetzt plötzlich Gehör zu schenken, wo doch eine so gewaltige Menge von erlauchten und illustren Menschen dem Papst recht geben. Und mit allen Kniffen der Rhetorik, mit allen Mitteln des Glanzes überzeugt er den Reichstag. Einige seiner Worte sind hier, was sind all die Lutheraner? Eine Bande frecher Schulmeister, verdorbene Priester, liederlicher Mönche, unwissende Advokaten und herabgekommene Adlinger zusammen mit dem Pöbel, den sie fehlgeleitet und verdorben haben. Und Achtung, er spricht dazu den großen Staatsmännern seiner Zeit. Was er jetzt sagt, wie viel überlegener ist ihnen gegenüber die katholische Partei? An Zahl, Fähigkeit und Macht. Das Argument, das er vorbringt, ist ein Argument, das wir heute noch oft hören. An der Sache kann nichts dran sein, denn es gibt zu viele Leute, die dagegen sind. Deine Theorie, die du da predigst oder die du glaubst, das kann nicht die Wahrheit sein. Schau mal, wie viele andere was anderes glauben. Du willst doch nicht etwa im Ernst sagen, dass all die Kirchenväter, all die Leute, all diese großen Theologen im Irrtum sind, oder? Leute, die stärker sind als du, klüger sind als du, größer sind als du, sind zu einem Schluss gekommen. Wie kannst du es wagen, etwas anderes zu glauben? Es ist das Argument Roms und es war schon immer erfolgreich. Und vor allem mit diesen Politikern, die genau auf diese Argumente achten, auf Zahlen, nicht wahr? Größe, Macht, Einfluss. Und dann macht er einen Aufruf. Allerner macht einen Aufruf und sagt, ein einstimmiger Beschluss. Diese erlauchten Versammlung wird die Einfältigen erleuchten, die Unklugen warnen, die Wankelmütigen entschieden machen und die Schwachen stärken. Er richtet sich direkt an die Fürst und sagt, ihr habt die Wahl, wenn ihr einstimmig entscheidet, wird die Sache gut ausgehen. An jenem Tag hat in drei Stunden der päpstliche Legat alles zusammengefasst. Was Rom jemals sagen konnte. Mit anderen Worten: Alles, was überhaupt nur denkbar war, wurde auf den Tisch gelegt. Rom hat eine lange Erfahrung im Kampf gegen Ketzer. Es war nicht der erste Ketzer, der aufgestanden ist, nicht wahr? Und bisher hatten sie jedes Mal gewonnen. Und hat auch diesmal alle Argumente präsentiert, auf den Tisch gelegt, zuversichtlich. Dass Rom siegen würde. Aber an diesem Tag war es der letzte Tag, an dem Rom sicher stand. An dem Tag, als alle Argumente auf den Tisch gelegt wurden, begann die Erde zu beben. Nicht buchstäblich. Etwas passierte, womit niemand, aber auch wirklich niemand gerechnet hätte. Jemand erhob sich, keiner von denen, von denen man meinte, vielleicht mit Luther zu sympathisieren. Es erhob sich jemand, der Luther absolut Feind war. Es war der Herzog von Sachsen. Damals gab es das Kurfürstentum Sachsen, Kursachsen, und es gab das Herzogtum Sachsen. Das waren zwei verschiedene Gebiete. Und Friedrich der Weise war der Kurfürst von Sachsen, aber dann gab es noch einen Herzog von Sachsen und das war ein Feind von Luther. Und er erhebt sich, sein Name war übrigens Georg der Bärtige, hat seinem Namen alle Ehre gemacht, wie wir sehen, und er hebt sich und beginnt die Missstände in Rom offenzulegen. Er sagt, da ist keine Scham in Herausstreichung und Erhebung des Ablasses. Man suchet nur, dass man viel Geld zusammenbringe. Also geschieht, dass die Priester, welche die Wahrheit lehren sollten, nichts als Lügen und Betrug den Leuten vorschwatzen. Das duldet man und diesen Leuten lohnt man, weil je mehr Geld in den Kasten kommt, je mehr die Leute beschwatzt werden. Aus diesem verderbten Brunnen fließt ein Großärgernis in die Bäche hinaus. Plagen die Armen mit Bußen ihrer Sünde wegen, verschonen die Reichen, übergehen die Priester. Und jetzt Achtung, was sagt er? Daher nötig ist eine allgemeine Reformation anzustellen, welche nicht füglicher als einem allgemeinen Konzil zu halten ist. Darum bitten wir alle, solches mit höchstem Fleiß zu fördern. In jenem Moment, als Aliana den Sieg einstreichen wollte, erhebt sich ein Feind Luthers und sagt, Moment mal, wir brauchen eine Reformation. Luther selbst hätte nicht so mutig und offen sprechen können. Und man kann davon ausgehen, dass das die klügsten Worte waren, die Georg der Bärtige jemals in seinem Leben gesagt hat. Er hat vorher gegen Luther gekämpft, hinterher gegen Luther. Aber in diesem Moment hat er etwas für Luther getan, was er nicht mehr bewusst war, ihm war. Und das zeigt, dass hier ein Größerer im Spiel war, als nur ein Mönch von Wittenberg. Jemand war im Spiel und fügte sozusagen diese Schachfiguren auf diesem Magna Conflitio in einer Art und Weise, wie selbst die größten Geschichtskenner es nicht hätten erwarten können. Denn in diesem Magna Konflikt war ein entscheidender Schachzug gekommen. Nach all den Jahrhunderten der Unterdrückung sollte eine Zeitenwende entstehen. Und Georg der Bärtige, unwissentlich hat sie gefördert. Aufgrund seiner Rede wird ein Ausschuss. Ähm, Einberufen, der jetzt all die Missstände, nicht die theologischen Irrtümer, die Missstände in der katholischen Kirche aufdecken soll, die kommen zurück nach ihrer Ausschussarbeit nach einigen Tagen und legen einen Katalog mit 101 Punkten vor. In ihrem Abschlussbericht sagen sie, es gehen so viele Seelen verloren, so viele Räubereien, Bestechungen finden statt, weil das geistliche Oberhaupt der Christenheit sie gestattet. Wow. Es muss dem Untergang und der Schande unseres Volkes vorgebeugt werden. Wir bitten euch untertänigst und inständigst dahin zu wirken, dass eine Besserung und eine was? Gemeine Reformation geschieht. Wir sind hier am Reichstag von Worms. Luther ist nicht eingeladen, er ist gar nicht da. Aber die Fürsten selbst fordern eine Reformation. Und als das passiert... Gibt es keine Wahl. Der Reichstag entscheidet sich, man muss Luther einladen. Denn er spricht ja genau über das Thema, nicht wahr? Das ist ja einer seiner Kritikpunkte. Und die Luther-Freunde setzen sich durch und Luther bekommt eine Einladung und er bekommt sogar etwas, was sehr wichtig ist, nämlich einen Geleitbrief vom Kaiser, dass er nämlich sicher hin und zurück kann. So heißt es zumindest auf dem Papier. So wird ein Reichsherold ausgesandt, nicht irgendjemand, der Reichsherold wird ausgesandt nach Wittenberg. Und am 29. März kommt der Reichsherold in Wittenberg an und sagt, <laughs> nicht, was auch immer er gesagt hat, äh, sie sind vorgeladen zum Reichstag in Worms. 29. März. Jetzt, wie wird sich Luther wohl gefühlt haben? Seine Freunde jedenfalls haben die Gefahr gesehen. Sie wussten genau, das mit dem Geleitbrief, das ist so eine unsichere Sache. Das hat man dem Jan Hus schon versprochen. Wenn sie am Dienstag da waren, wissen sie, wovon ich rede. Und sie haben ihn... Sie haben auf ihn eingeladen, gesagt, geh dort nicht hin. Das ist zu gefährlich. Aber Luther sagt, jener Widersache Christi setzt alle Kräfte ein, mich zu verderben. Der Wille Gottes geschehe. Christus wird mir seinen Geist geben, dass ich diese Widersache verachte im Leben, besiege im Tode. Sie arbeiten, dass ich viele Artikel widerrufe. Aber jetzt Achtung, sehr entspannt. Aber mein Widerruf wird also lauten. Wird er widerrufen? Doch, er sagt, ich werde widerrufen. Jetzt kommt der Widerruf. Ich habe früher gesagt, der Papst sei der Stadthalter Christi. Jetzt bestehe ich darauf, dass der Papst der Widersacher unseres Herrn ist und der Apostel des Satans. Wow, das war sein Widerruf, den er geplant hat. Luther war entschieden. Es wird entschieden, dass er nicht alleine gehen darf, sondern dass drei Freunde ihn begleiten sollen. Einer von ihnen ist Nikolaus von Amstorf. Hier. Und Melanchthon, sein bisher engster Mitarbeiter, möchte auch mitgehen und sagen, lass mich mitgehen. Aber Luther sagt, nein, du bleibst hier. Denn wenn ich sterbe, brauchen wir jemanden, der das Werk fortführt. Und Melanchthon war der fähigste von allen, er war ja der beste Mitarbeiter von Luther. Und obwohl Melanchthon ihn anfleht, sagt er, bleib hier. Und wir haben ja gesehen, was passiert, wenn ähm, der Mitarbeiter unnützerweise mit zum... Verhör geht, nicht wahr? Wenn Sie am Dienstag da gewesen sind, bei Hieronymus haben Sie gesehen, dass das nicht klug ist. Menachison sollte zurückbleiben, um im Notfall die Reformation weiterzuführen. Sie machen sich auf den Weg. Eine weinende Menge steht am Tor von Wittenberg und geleitet ihn hinaus. Am 2. April begibt sich Luther auf die Reise und er muss schnurstracks nach Worms gehen. Sein Weg führt ihn hier zunächst einmal durch das Herzogtum Sachsen und danach Kursachsen hier. Und auf dem Weg erhält er natürlich Informationen darüber, dass seine Lehre überall verbreitet ist. Aber er hält auf dem Weg hier, diese ersten Tage, die Information, dass in der Zwischenzeit der Reichstag seine Schriften bereits verdammt habe. Stellen Sie sich vor, Sie sind eingeladen, sich vor dem Reichstag zu verteidigen. Sie wissen, das kann auch auf dem Scheiterhaufen enden. Und auf dem Weg bekommen sie die Nachricht, der Reichstag hat bereits entschieden, dass die Schriften verkehrt sind. Ähm, der Reichsherold jedenfalls hat ihn gefragt: Möchtest du noch weitergehen? Was hat er gesagt? Vorwärts. Am 6. April, vier Tage später, zieht er im Triumph in Erfurt ein. Die Leute sind begeistert, ihn zu sehen. Und Erfurt, das ist ja die Stadt gewesen, wo er Jahre zuvor als Student durch Kasteiung versucht hat, ewiges Seelenheil zu bekommen. An jenem Tag geht er noch einmal in das Kloster, schaut sich noch mal die Zelle an. Und schon interessant, wie innerhalb von wenigen Jahren aus diesem Mönch, der nicht wusste, ob er mal im Himmel sein wird, ein Mann geworden ist, der sich auf den Weg macht, vor Kaiser und Reich für das Evangelium Gottes zu stehen. Er besucht noch mal das Kloster, spricht mit den Leuten und er bekommt von dem Herold sogar die Erlaubnis, gegen den Befehl des Kaisers, dort in Erfurt zu predigen. Und am 7. April, frühmorgens, wird eine Predigt angekündigt, die fast die gesamte Stadt möchte teilnehmen. Die Kirche ist so überfüllt, noch voller als heute, dass die Kirchenfenster eingeschlagen werden, weil man Angst hat vor einer Panik. Und Luther kann nur mit Mühe die Leute beruhigen, sagen, bleibt mal alles ruhig, wir werden nicht sterben, nicht wahr? Und er predigt eine Predigt. Jetzt nehmen wir mal an, Sie sind vorgeladen zum Reichstag und sollen für Ihren Glauben einstehen. Und Sie wissen, wahrscheinlich werden Sie in wenigen Wochen sterben. Worüber würden Sie predigen? Wäre es nicht nur natürlich, dass er ein bisschen auf Bezug nehmen würde auf seine Situation, die Leute warnen sollte vor denen, die ihm Böses tun? Aber Luther spricht an jenem Tag nicht mit einem Satz über sich selbst, nicht über seine Sache, nicht über Worms. Er hat nur ein Ziel. Er möchte die Menschen zu Jesus führen. In dieser Kirche predigt er und hier nur einige Ausschnitte aus seiner Predigt. Er sagt, ihr wisset auch, dass alle Philosophen, Doktoren und Skribenten, also Schriftgelehrte nicht, mehr, oder Schreiber, sich beflissen zu lehren und schreiben, wie sich der Mensch zur Frömmigkeit halten soll, haben sich das sehr bemüht, aber wie man sieht, wenig ausgerichtet. Denn Gott, der hat auserwählt einen Menschen, den Herrn Jesum Christ, dass der soll den Tod, was? Zerknirschen, schönes Wort nicht, ja? Den Tod zerknirschen, die Sünden zerstören und die Hölle zerbrechen. Also, dass wir durch seine Werke und nicht mit unseren Werken selig werden. Unser Herr Christus hat gesagt: Habt Frieden und sehet meine Hände. Sieh, Mensch, ich bin der allein, der deine Sünden hat hinweggenommen, der dich erlöste. Nun habe Frieden. Obwohl er auf dem Weg zum Tod ist, hat er nur ein Ziel, wo immer er predigt. Er möchte die Menschen zu Jesus bringen. Jesus ist für dich gestorben. Das ist seine Botschaft. Ihn interessiert es gar nicht, was mit ihm passiert. Er hat sich selbst völlig aus den Augen verloren. Das ist seine Botschaft. Er bringt die Menschen direkt zu dem Einzigen, der ihre Sünden nehmen kann, nämlich Jesus Christus. Leute warnen ihn und sagen, sie werden dich verbrennen. An einer Stadt bekommt er ein Bild gereicht von Savonarola. Es war ein, ähm, ein Italiener, der Ende des 15. Jahrhunderts verbrannt worden ist. So, wegen mit dem Zaunfall, nicht wahr? Aber Luther sagt, und wenn sie ein Feuer machten, das zwischen Wittenberg und Worms bis an den Himmel reicht. Weil es aber gefordert wäre, so wollte ich doch im Namen des Herrn erscheinen und dem Behemoth zwischen seine großen Zähne treten und Christum bekennen und denselben walten lassen. Er sagt, wenn sie den ganzen Weg mit Feuer legen würden, ich würde trotzdem nach Worms gehen. Und was sich jetzt abspielt in diesen Tagen ist vollkommen unglaublich. Denn in den, jenen Tagen versuchen sowohl seine Freunde, als auch seine Feinde ihn zu überreden, nicht nach Worms zu gehen. Die Freunde sagen: "Es ist zu gefährlich. Vielleicht schaffen, vielleicht kannst du doch noch umkehren." Die bringen dich um. Aber er hört nicht auf sie. Die Feinde versuchen auch ihn abzulenken und sagen: äh, "Es gab übrigens den Plan, dass man ihn auf dem Weg äh, einlädt auf eine Burg eines Lutherfreundlichen Ritters und dort Geheimverhandlungen führt, um die Sache zu klären, ohne vor dem Reichstag sprechen zu müssen." Luther lehnt ab. Und es zeigt sich später, dass das klug war. Denn hätte er eingewilligt, hätte er seinen Geleitbrief verloren. Und so gab es etliche Fallen. Seine Freunde haben Angst um ihn, seine Feinde haben Angst vor ihm und alle sagen: Geh nicht nach Worms. Aber Luther sagt: Hier der Weg, dann von Erfurt über Gotha, Eisenach bis nach Worms. Er sagt, ich will gen Worms, vielleicht kennen Sie dieses Zitat, wenn gleich so viel Teufel drin wären, als immer Ziegel auf ihren Dächern. Es gibt Situationen, lieber Freund, liebe Freundin, da gibt es kein Zurück. Es gibt Situationen in unserem Leben, da können wir es uns nicht erlauben, einen Kompromiss zu machen. Ja, es gibt Situationen, da sind Kompromisse gut und wichtig. Es gibt Situationen, da muss man weise sein, es gibt Situationen, da, nicht wahr, da muss man einen Ausgleich herbeibringen. Aber wenn es um das Wort Gottes geht, dürfen wir keinen Kompromiss machen. Egal, ob Freunde uns raten oder Feinde uns raten. Egal, ob Gefahr für uns ist oder für andere. Das Wort Gottes duldet keinen Kompromiss. Ich will dorthin. Unser Reich ist schließlich Worms. Und als er an die Stadttore kommt, kündigen ihn Trompeten an. Man sagt, dass 2000 Menschen, das war ein Drittel der gesamten Stadtbevölkerung damals, auf den Straßen ist um ihn zu begrüßen. Das waren mehr Menschen als als der Kaiser persönlich kam. Die Stadt steht Kopf, die Leute sind vollkommen außer sich, Luther ist da. Und was das für eine Wirkung auf den Kaiser hatte und auf die anderen äh, hohen äh, Tiere, die jetzt Männer gesagt, die hohen wie sagt man? Würdenträger, kann man sich ja vorstellen. Aleanders an diesen Tagen seines Lebens in Wittenberg nicht, äh, Verzeihung, in Worms nicht mehr sicher. Er sagt, er schreibt einen Brief an Rom. Neun Zehntel der Worms Bevölkerung sind pro Luther und das ein Zehntel, das von Luther nichts hält, ist immer noch gegen Rom. Gegen 10 Uhr am 16. April zieht er unter Trompeten gemeldet in Worms ein. Und die Romanisten drängen jetzt auf den jungen Kaiser, 21 Jahre alt ist er zu diesem Zeitpunkt, und sagen, Jetzt haben wir ihn, wir müssen ihn verbrennen. Ich sage, ja, Moment mal, ich habe doch mein Geleitwort gegeben. Und sie sagen, ja, Moment mal, äh, das weißt du doch. Er ist ein Heretiker, der Papst hat schon ihn exkommuniziert. Und einem Heretiker sind wir nicht verpflichtet. Das war das Argument, mit dem man huss umgebracht hat, nicht wahr? Aber Karl war dann doch ein bisschen anders als Siegesmund und hat gesagt, nein, nein, wir müssen unsere Versprechen halten. Wenn nicht Prinzen ihre Versprechen halten, so hat er gesagt, wer dann? Und, naja, sehr interessant. Und Luther kommt an, er ist nach zwei Wochen Reise völlig erschöpft. Aber alle wollen was von ihm. Der niedere Adel, der hohe Adel, Freund, Feind, Neugierige, alle kommen in seine Wohnung, an diese, in diese, wo er dort wohnt, und wollen mit ihm sprechen, wollen eine, eine Unterschrift, ich war <laughs> sein neuestes Buch. Und er kommt gar nicht zur Ruhe. Aber statt zu sagen, lasst mich alle in Ruhe, hört er sich alles geduldig an, redet und äh, predigt ein bisschen und hat kaum Zeit, sich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Am nächsten Tag, am 17. April 1521, es war ein Mittwoch, wird Luther gegen 16 Uhr vor den Reichstag gebracht. Die Straßen sind so überfüllt, dass man zum Teil Geheimwege gehen muss, um ihn dort sicher hinzubringen. Aber selbst da geht es immer noch langsam vor sich. Und kurz bevor er in das Reichstagsgebäude eintritt, kommt ein alter General zu ihm. Und sagt zu ihm folgendes: Mönchlein, Mönchlein, du gehst jetzt einen Gang, einen Stand zu tun, dergleichen ich und mancher Oberster auch in unseren allerernstesten Schlachtordnung nicht getan haben. Bist du auf rechter Meinung und deiner Sache gewiss? So fahre in Gottes Namen fort und sei nur getrost. Gott wird dich nicht verlassen. Mit diesen Worten geht er in diese Halle hinein. Und da sitzen sie: Kaiser Kurfürsten. Der, die, der Welt, die weltlichen Stände, die geistlichen Stände, die Vertreter der freien Reichsstädte. Man sagt, dass Luther sich am Anfang etwas äh, unbeholfen benommen hat. Er hat wohl angefangen, Leute anzusprechen. Er wusste nicht, dass man das nicht tut, in der Gegenwart des Kaisers ungefragt. Aber schon sehr bald wird ihm klar, wo er sich hier befindet. Das ist keine kleine Versammlung. Das ist die größte Versammlung, die es zu jener Zeit auf der Weltpolitik gibt. Hier wird Weltpolitik entschieden. Wir haben gesehen, wobei wo der Kaiser allein herrscht. nicht, wahr? Und ziemlich bald wird er äußerst schüchtern. Und er wird dort vorgeladen. Und er bekommt also einen Tisch. Und auf diesem Tisch liegen all seine Bücher, die er geschrieben hat. Nicht wahr? Die 95 Thesen und die ah, an den christlichen Adel deutscher Nation und von der Gefangen babylonischen Gefangenschaft der Kirche und all diese Bücher. Und ihm werden zwei Fragen gestellt. Der Offizial stellt sich hin und sagt: Du hast, wir haben zwei Fragen. Sind das deine Bücher? Erstens und zweitens möchtest du sie widerrufen? Schaut sich die Bücher an und sagt dann einige Zeit: Ja, das sind meine Bücher. Jetzt kommt die zweite Frage: Willst du widerrufen? Und man sagt, er, er war relativ schüchtern. Er stand da und hat wohl auch nach unten geschaut und relativ leise gesprochen. Man hat ihn kaum richtig verstehen können. Viele deuten das als Zeichen von Schwäche und von Angst. Und dann sagt er folgendes: Weil dies eine Frage vom Glauben und der Seelenseligkeit sei und das göttliche Wort betreffe, was das Höchste sei im Himmel und auf Erden, da wäre es vermessen und sehr gefährlich, etwas Unbedachtes auszusprechen. Ich könnte ohne vorige Überlegung leicht weniger behaupten, als die Sache erfordere oder mehr als der Wahrheit gemäß wäre. Und durch das eine oder andere jenem Urteile Christi verfallen, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich von meinem himmlischen Vater auch verleugnen. Deshalb bitte ich von kaiserlicher Majestät aufs alleruntertänigste um Bedenkzeit, damit ich ohne Nachteil für das göttliche Wort und ohne Gefahr für meine Seele dieser Frage genug tue. Jetzt sind alle überrascht. Da kommt er zwei Wochen von Wittenberg nach Worms, unter Trompeten angekündigt, die ganze Stadt im Aufruhr. Dieser Mann, der, der es nicht gescheut hat, wirklich in der schärfsten Sprache gegen Rom zu sprechen, steht hier und sagt: ähm, Kann ich ein bisschen Bedenkzeit haben? Jetzt seine Feinde legen das natürlich sofort als Unsicherheit aus und sagen sich: Naja, den haben wir schon, nicht wahr? Aber er war sehr klug. Warum? Jetzt stellen wir uns vor, wir sind keine Lutheraner und nicht Luther irgendwie positiv gesonnen. Wir haben keine Ahnung von ihm, wir sind irgend so ein, ein Fürst, nicht wahr? Wir hören, da gibt es diesen Luther, Ich war der, der macht da Aufruhr in Wittenberg. Und wir sind aus einem anderen Fürstentum. Und uns wird angekündigt, jetzt kommt dieser Luther und dieser Luther, der schimpft gegen den Papst und der Luther macht das und jenes und solches und die ganze Bevölkerung ist für ihn. Da hat man so ein Bild im Kopf, nicht wahr? Was für ein Bild hätten die da im Kopf? Von, was für eine Art von Mensch ist das wahrscheinlich? Ein Aufwiegler, nicht So ein Revolutionär, so, eine, der, so ein Agitator, der so die Massen begeistern kann, nicht wahr? So, so ein Halbverrückter, nicht wahr? Mit dem man gar nicht vernünftig reden kann. Wahrscheinlich haben das die meisten erwartet und sind völlig baff, dass da jemand steht, der genau überlegt und dann sagt: Hm, zu diesem Zeitpunkt kann ich keine klare Antwort geben. Ich bräuchte ein bisschen Bedenkzeit. Ich möchte nicht zu viel sagen und nicht zu wenig sagen, ich möchte das Richtige sagen. Könnte ich nur ein bisschen Bedenkzeit haben? Das passt so gar nicht ins Konzept. Und das war sehr weise. Denn viele, die ihm überhaupt nicht wohlgesonnen waren, haben jetzt verstanden, das ist kein Revolutionär, das ist kein Fanatiker, das ist ein ziemlich kluger, gebildeter, demütiger Mann. Und naja, da die Papisten gedacht haben, naja, wir haben ihn sowieso, wenn er schon so ängstlich ist, wird, wird er auch bald widerrufen, hat man dann den Kaiser beeinflusst und gesagt, okay, also einen Tag geben wir ihm, okay? Einen Tag. Und der Kaiser hat es dann so dargestellt als Akt der Milde und der Barmherzigkeit: wir geben dir noch einen Tag. Man hat ihn aber auch darauf hingewiesen, dass er Professor der Theologie ist und eigentlich wissen sollte, was er sagt. Nicht wahr? Und es hatte noch einen, einen Tag oder vielmehr eine Nacht. Und in jener Nacht hat er nicht viel geschlafen. Er sagt selbst, in jener Nacht hat er vor allem gebetet und in jener Nacht kamen ihm erhebliche Zweifel. Wir kennen immer die Geschichte, wie spät er später ausgegangen ist. Nicht wahr? Wir kennen die Geschichte, wo er da stand und dann die berühmten Worte gesagt hat. Wir werden sie noch noch sprechen. Aber wir kennen so selten die Geschichte, was vorher passiert ist, dass Gott es erlaubt hat, dass er vorher, bevor er dort stand und seine große Rede gehalten hat, seine Schwachheit gefühlt hat, seine Unwürdigkeit. Er war völlig verzweifelt. Er wusste nicht, ob das richtig ist, hier zu stehen. Er sagt folgendes: Allmächtiger, ewiger Gott, wie ist es nur ein Ding um die Welt? Wie sperrt sie den Leuten die Mäuler auf? Wie klein und gering ist das Vertrauen der Menschen auf Gott? Und siehet nur allein bloß an, was prächtig und gewaltig, groß und mächtig ist und ein Ansehen hat. Er sagt: Schau mal, Gott, diese Welt, die achtet sowieso nur darauf, was der Kaiser sagt und was der Papst sagt und was die Fürsten sagen. Wer bin ich denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn ich auch nur meine Augen dahin wenden soll, so ist es mit mir aus. Die Glocke ist schon gegossen, das Urteil gefällt. Und dann sagt er: Ach Gott, oh du mein Gott, stehe du mir bei, wie alle verletzt. Vernunft und Weisheit. Tue du es. Du musst es tun. Du allein. Ist es doch nicht mein, sondern deine Sache. Habe ich doch für meine Person hier nichts zu schaffen und mit diesem großen Herrn der Welt zu tun? Aber dein ist die Sache, Herr, die gerecht und ewig ist. Steh mir bei, du treuer, ewiger Gott. Ich verlasse mich auf keinen Menschen. Es ist umsonst und vergebens. Es hinket alles, was fleischlich ist. Hast du mich dazu erwählt? Ich frage dich. Wie ich es denn gewiss weiß, ei, so weit es Gott, Steh mir bei in dem Namen deines lieben Sohnes Jesu Christi, der mein Schutz und Schirm sein soll, ja, meine feste Burg. Eine feste Burg ist unser Gott. Er hat die ganze Nacht durchgebetet, gerungen, bis ihm klar war, Gott steht auf seiner Seite. Er wusste, da ist niemand, der ihm helfen wird. Liebe Freunde, liebe Freunde, bist du schon mal in einer Situation gewesen, wo du weißt, es gibt keine menschliche Unterstützung mehr? Niemand, auf den du dich verlassen kannst. Du bist von allen hintergangen worden. Luther hat das erlebt. Und Luther ist durch Gebet und durch Lesen der Bibel zu einem Schluss gekommen: Wenn mich alles in dieser Welt verlässt, Gott verlässt mich nicht. Und mit ihm kann ich in den Löwenrachen hineingehen. Er betet weiter, studiert die Bibel und macht sich einen Plan, was er sagen wird. Am nächsten Morgen, am nächsten Tag, 18. April, wird er gegen 18 Uhr erneut vor den Reichstag gebracht. Diesmal in größeren Räumlichkeiten. Noch mehr Leute sind gegenwärtig. Es ist jetzt der gesamte Reichstag in seiner vollen Pracht und seinem Ganz. Es hat schon einige Verhandlungen vorgegeben, die sich nicht länger gezogen haben. Die Leute sind zum Teil ungeduldig schon. Und jetzt wird er vor sie gebracht. Wieder wird ihm die Frage gestellt, ob er widerrufen möchte. Und jetzt macht Luther etwas Interessantes. Er steht dort und sagt, dass er seine Schriften in drei Kategorien einteilen muss. Da gibt es zuerst mal die Schriften, die einfach von christlichen Werten sprechen, vom Evangelium, von, von guten Dingen. Nicht ja? Die sind so gut, dass selbst die Feinde nichts dagegen finden können. Wenn er die widerrufen würde, würde er die Wahrheit widerrufen. Wo, wo selbst die Papisten, also die, die, die Romanhänger, nichts daran gefunden haben. Nicht ja? Die kann er nicht widerrufen. Und dann die zweite. Kategorie, das sind die Schriften, die sich gegen die Missbräuche der katholischen Kirche wenden. Übrigens, da war ja einige Wochen vor die Diskussion gewesen im, im Reichstag, nicht wahr? Und er sagt, also die kann ich auch nicht widerrufen, weil das sind Fakten und die sind gut bekannt. Und wenn ich das widerrufen würde, dann würde ja diese Tyrannei weitergehen. Stimmt. Und dann sagt er, es ist eine dritte Gruppe. Und in dieser dritten Gruppe von Schriften wende ich mich gegen Einzelpersonen, die diese Tyrannei unterstützen. Und ja, es stimmt, in dieser dritten Gruppe habe ich mich manchmal etwas zu scharf ausgedrückt. Es tut mir leid. Ich nehme zurück, wo ich mich ausfällig, und der Luther konnte manchmal ausfällig werden, nicht wahr? Ähm, wo ich mich ausfällig über Leute ähm, ja, ausgelassen habe. Und dann schließt er und sagt, dieweil aber ich ein Mensch und nicht Gott bin, so mag ich meine Büchlein anders nicht verteidigen. Denn mein Herr Jesus Christus seine Lehre unterstützt hat. Habe ich übel geredet? So beweise es. Derhalb bitte ich durch die Barmherzigkeit Gottes, eure kaiserliche Majestät und Gnaden, oder aber alle anderen Höchsten und Niedrigen mögen mir Zeugnis geben, mich Irrtums überführen, mich mit was? Mit prophetischen und evangelischen Schriften überwinden. Also Altes Neues Testament auf Deutsch. Ich will auf das Allerwilligste bereit sein, so ich dessen überwiesen werde, alle Irrtümer zu widerrufen und der allererste sein, meine Bücher in das Feuer zu werfen. Aus welchem allem ist, meine ich offenbar, dass ich genügsam bedacht, erwogen und ermessen habe, die Gefahr, Zwietracht, Aufruhr und Empörung, so wegen meiner Lehre in der Welt erwachsen ist. Wahrlich, mir ist das Liebste zu hören, dass wegen des göttlichen Wortes sich Misshelligkeit und Uneinigkeit erheben. Wow! der steht da im Reichstag und sagt: Ich freue mich, dass es Streit gibt. Ich freue mich, dass es einen Konflikt gibt. Hat der Mann was vom Magna-Konflikt zu verstanden? Aber hallo. Denn das ist der Lauf, Fall und Ausgang des göttlichen Wortes. Wie der Herr selbst gesagt hat, ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Pff. Darum müssen wir bedenken, wie wunderbar und schrecklich unser Gott ist in seinen Gerichten, auf das nicht das, was jetzt unternommen wird, um die Uneinigkeit beizulegen, hernach, so wie den Anfang dazu mit Verdammung des göttlichen Wortes machen, vielmehr zu einer Sinnflut unerträglicher Übel ausschlagen. Was er sagt ist, wenn wir jetzt einfach versuchen, den Konflikt zu bedecken, dann gibt es hinterher viel größere Probleme. Wenn es um die Wahrheit geht, kann man nicht einfach Einigkeit anstreben. Das sagt er vor dem Reichstag. Er sagt, ich freue mich, wenn es Uneinigkeit gibt, solange es um die Wahrheit geht. Und dann sagt er: Bedenken müssen wir und fürsorgen, dass nicht diesem jungen edlen Kaiser Karl, kleine politische Bemerkung von welchem nächst Gottes viel zu hoffen ist, ein unseliger Eingang und ein unglücklich Regiment zuteil werde. Ich könnte dafür reichlich Exempel bringen aus der Heiligen Schrift. Ist ganz schon gewagt ist ja von Pharao, vom König zu Babel und von den Königen Israels, welche gerade dann am meisten Verderben sich bereitet haben, wenn sie mit den klügsten Reden und Anschlägen ihr Reich zu befrieden und zu befestigen dachten. Er sagt mit anderen Worten durch die Blume: Ka Karl, wenn du einfach nur Frieden willst, dann erntest du Katastrophe. Du musst zur Wahrheit stehen. Magna Conflictio. Als er das gesagt hat, und dann sagt er noch, denn der Herr ist, der die Klugen erhascht in ihrer Klugheit und die Berge umkehrt, ehe sie es inne werden. Darum tut es Not, Gott zu fürchten. Als er das gesagt hat, und er war ziemlich erschöpft schon, ist nur ein Ausschnitt aus seiner Rede, heißt es, okay, das Ganze nochmal auf Latein. Musste also mal auf Latein sein. Und es war natürlich als Schikane gedacht, aber er konnte gut Latein natürlich. Und es war deswegen brillant weil jetzt viele, die beim ersten Mal das gar nicht verstanden haben, was will der denn, das Ganze nochmal gehört haben. Und durch die doppelte Botschaft ist vielen klar geworden, hey, der, was der sagt, ist ja gar nicht dumm. Aber der Offizial, und der also als er dann fertig ist, wird ganz wütend auf ihn und sagt, du hast die Frage nicht beantwortet, willst du wieder rufen, ja oder nein? Und er sagt, er gibt eine Antwort ohne Hörner, also ohne, ohne Tricks, ohne drumherum. Und sagt Luther, jetzt kommen die berühmten Worte. Weil dem Eure Majestät und die Herrschaft eine einfache Antwort begehren, so will ich eine geben, die weder Hörner noch Zähne hat. Dermaßen, wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder helle Gründe werde überwunden werden, denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriften und mein Gewissen gefangen in Gottes Worten. Widerrufen kann ich nichts und will ich nichts weil wieder das Gewissen zu handeln beschwerlich, unsicher und nicht lauter ist. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Es war totenstill. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Es waren elf Worte. Und diese elf Worte brachten eine Zeitenwende. Er stand da und stand da und er ließ sich einfach nicht kleinkriegen. Man hat ihn rausgebracht. Was viele nicht wissen, man hat ihn später nochmal reingebracht und hat ihn nochmal versucht zu bearbeiten und hat gesagt, ich weiß keine Antwort zu geben, wie die, wie die bereits vorgebracht. Das ist ja manchmal auch so der Trick vom, vom Satan, nicht wahr? Dass wenn wir uns einmal entschieden haben, er uns danach nochmal angreift und nochmal die gleiche Entscheidung hinterfragt, nicht wahr? Und er sagt, nein, ich, Luther hat nicht nur einmal den Helden gespielt, Luther stand zu seiner Entscheidung. Mehrmals wurde er gefragt. Ich, dachte, ich kann nicht anders. Und jetzt war natürlich, jetzt war die Bombe geplatzt. Sogar der Kaiser hatte ausgerufen, Mensch, der ist ganz schön mutig. Selbst der Kaiser war beeindruckt von dem Mut dieses Mönches. Etliche der Fürsten waren echt beeindruckt. Einige haben sogar offen gesagt, wow, viele waren stolz, was so ein Deutscher. Ich war dem Papst so entgegenschleudert. Naja. Aber ich glaube, ich muss nicht weiter betonen, dass es einige gab, die geschäumt haben. Er vor allem Allernder. Und während. Friedrich das Ganze aus, der, aus dem Hintergrund beobachtet hat, ohne sich groß einzumischen, hat Aleander den Kaiser bearbeitet. und hat gesagt: Hör mir jetzt gut zu. Du wirst doch nicht etwa tausend Jahre Geschichte, die guten Beziehungen zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Rom aufs Spiel setzen wegen einem Mönch. Und er nimmt ihn in die politische Mangel. Und Karl der knickt ein. Am nächsten Tag. Lässt er folgendes veröffentlichen. Es sei offenkundig, dass ein durch seine eigene Torheit verleiteter Mönch der Lehre der ganzen Christenheit widerstreite. So bin ich fest entschlossen, jetzt Achtung, alle meine Königreiche, das Kaisertum, Herrschaften, Freunde, Leib, Blut und das Leben und mich selbst daran zu setzen, dass diese gottlose Vornehmung nicht weiter um sich greife. Gebiete demnach, dass er sogleich nach der Vorschrift des Befehls wieder heimgebracht werde und sich laut des öffentlichen Geleites in Acht nehme, nirgends zu predigen, noch dem Volk seine falschen Lehren weiter vorzutragen, denn ich habe fest Beschlossen, wieder ihn als einen offenbaren Ketzer zu verfahren. Karl der V. hatte sich entschieden. Er hatte die Botschaft gehört. Die große Frage war jetzt: soll man ihn gleich verbrennen oder soll man ihm noch das freie Geleit lassen? Aleander und seine Anhänger haben gesagt: Was nützt es jetzt, wenn wir ihn eh schon verdammt haben, wenn er eh schon die Reichsacht bekommt, können wir ihn auch gleich verbrennen. Übrigens, wissen wir, welcher Fluss in der Nähe von Worms fließt? Der Rhein. Und da hat es ja schon mal jemand gegeben, der in den Rhein geschüttet worden ist. Das ist ein Arsch, nicht wahr? Huss. Und so macht man den Vorschlag, warum ihn nicht gleich verbrennen? Aber dann gibt es etliche deutsche Fürsten, die sagen, Moment mal, vielleicht erinnert euch noch, was auf die Verbrennung von Huss passiert ist. Da gab es nämlich jahrelang Hussitenkriege. Und Huss war nicht mal so beliebt im Volk, wie Luther in Deutschland ist. Wenn ihr ihn jetzt verbrennt, dann gibt es einen Aufstand. Und Karl V, so viel muss man ihm lassen, er soll gesagt haben, ich möchte nicht erröten wie Siegesmund. Ich möchte mein Geleit lassen. Und so bekommt Lothar die Möglichkeit, nach Hause zu fahren, zu gehen, nach Wittenberg, und ab dann ist er vogelfrei. Jeder kann ihn umbringen. Jeder kann ihn ermorden, ohne dafür belangt zu werden. Lass uns eine Minute nachdenken über diesen Karl. Er war 21 Jahre. Als er vor die Entscheidung seines Lebens geführt wurde. Manchmal glauben wir, naja, die großen Entscheidungen des Lebens, die kommen, wenn, die, wenn wir alt sind, nicht wahr, wenn wir Lebensweisheit haben. Aber er war 21 Jahre alt, als er vor die größte Entscheidung seines Lebens gebracht worden ist. Als das Evangelium gehört hat aus dem Mund eines der größten Reformatoren aller Zeiten. Jesus sagt, wenn ich nicht gekommen wäre und so Ihnen geredet hätte, so hätten Sie keine Sünde. Nun aber haben Sie keinen Vorwand für Ihre Sünde. Und wir, es gibt Historiker, die vermuten, dass Karl sich bereits vorher mit den Schriften von Luther beschäftigt hatte. Er war nicht auf den Kopf gefallen. Er wusste, dass dort vieles Gutes enthalten ist. Er hat den Luther nicht gehasst. Es war Politik. Ganz ähnlich wie der hier. Der auch eigentlich nichts gegen Jesus hatte. Aber dem er vorgeworfen hat, wenn du dich für Jesus entscheidest, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Man hat ihn in die Mangel genommen. So wie Karl V gesagt worden ist, wenn du dich für Luther entscheidest, bist du nicht mehr der Freund des römischen Papstes. Die Bibel ist voll von Menschen, vor allem von Führern und von Staatsoberhäuptern, die sich beinahe für Christus entschieden haben. Zum Beispiel er hier. In der Apostelgeschichte 24, da finden wir Felix der sagt, wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich widerrufen lassen. Für Karl den V. war jetzt nicht gerade die gelegene Zeit, sich für die Reformation zu entscheiden. Das kam ungelegen. Aber Gott fragt nicht, lieber Freund, liebe Freundin, wann die Botschaft in dein Leben kommt. Er fragt nicht, ob es gelegen dir gerade ist. Wenn sie kommt, musst du dich entscheiden. Ein anderer, Agrippe, hatte gesagt, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Karl der Fünfte reiht sich ein. In eine ganze Reihe von Monarchen, gewaltigen Männern, die die Welt verehrt haben, die die Welt besessen haben und doch Schaden nehmen werden an ihrer Seele. Weil sie die Zeit, als Gott zu ihnen gesprochen hat, zu diesen einfachen Mönchen, nicht wahrgenommen haben. Karl hat wohl gesagt, nach dem ersten Tag, als Lothar gesprochen hat, dieser Mönch macht mich nicht zum Ketzer. Er hat erwartet, dass dort ein eloquenter Professor kommt, als er den Mönch gesehen hat, der am ersten Tag auch noch so. Naja, so schüchtern gesprochen hat, hat gesagt, nee, also deswegen, deswegen mit, mit, mit Rom brechen? Das schadet meinem Ansehen. Könnte es sein, dass wir eine gewaltige Lektion von Karl V. zu lernen haben? Wie viele von uns entscheiden sich gegen Wahrheit, weil die, die die Wahrheit verkünden, so eine kleine Gruppe sind? Weil es gerade nicht gelegen ist? Oder aus irgendwelchen anderen Gründen? Oder weil wir glauben, er ja, vielleicht später. Karl V. war 21. Aber das Evangelium kam zu ihm und ging an ihm wieder vorbei. Er hatte sich entschieden, das Evangelium auszurotten. Es wurden Plakate in ganz Worms aufgesteckt. Eines dieser Plakate hatte folgende Aufschrift aus Prediger 10, Vers 16: Wehe dir, du Land, dessen König ein Knabe ist. Es wurde sogar bis in die Schlafgemacht des Königs geschmuggelt ganz worms war plakatiert. plakate für luther, gegen luther. er war das Ges gespräch nummer eins. Nach dem, nach dem verhör sind leute noch zugekommen. viele adlige haben versucht, ihn noch zu, zu überreden. So, deine sache ist so gut. mach nur ein bisschen zugeständnisse, dann können wir das politisch regeln und du bekommst freiheit und dies und jenes. luther hat immer nur gesagt, ich werde nicht widerrufen. ich werde nicht widerrufen gesagt. ich unterstelle mich einem konzil nur dann, wenn das konzil nach dem wort gottes urteilt. Naja, und dann wurde ihm befohlen, abzureisen. Und einer hatte sich merkwürdig neutral verhalten. Und das war Friedrich der Weiser. Hat sich nie groß mit Lothar abgegeben, hat immer auf Distanz, hat nie für ihn gesprochen. Er hat es immer nur beobachtet. Aus einem bestimmten Grund. Er hatte etwas vor. Und er wollte nicht zu viel Verdacht erregen. Naja. Und Lothar bekommt dann am 25. April den Befehl, nicht Rom, Worms, würde sagen. Worms zu verlassen. Und Luther sagt dann, der Teufel hat auch wohl Verwahre des Papstes Regiment und wollte es verteidigen, aber Christus machte ein Loch da rein. Und er geht. Und der Zug zurück ist noch triumphaler als der Zug nach Worms. Überall, wohin kommt, predigt er. Schert sich gar nicht um das Predigtverbot. Und der Herold erlaubt es auch. Die Leute sind begeistert. Einer hat es gewagt, sich gegen den Papst zu stellen. Und viele der Adlige sogar sagen, wir verteidigen dich mit unserem Leben. Am 26. Mai erlässt dann der Reichstag ein Edikt, das sogenannte Wormser Edikt. Es wird dann rückdatiert auf den 8. Mai und es fängt die Reichsacht. Hat nichts mit der Zahl 8 zu tun, sondern es bedeutet, wenn Luther gefunden wird, egal von wem, kann umgebracht werden. Auf egal welche Art und Weise ist kein Problem. Er war jetzt vogelfrei und er war in höchster Gefahr. Und so passiert etwas, was im Kopf von Friedrich dem Weisen entstanden war. Auf dem Weg nach Wittenberge kommt es zu einem Überfall. Dieser Überfall ist aber kein echter Überfall, es ist ein Scheinüberfall. Friedrich der Weise hatte geplant, Luther zu beschützen. Das, die Sache war so geheim, dass selbst Friedrich der Weise nicht einmal wusste, wohin Luther gebracht werden wird. Ja, so etwas muss man geschickt anlegen, nicht wahr? Weil er wollte unter keinen Umständen, selbst wenn gefragt, irgendwie preisgeben können, wo Luther ist. Und so wird Luther, übrigens neueste Forschung zeigen wohl, dass Luther das gewusst hat. Ja, es, also, es gibt so mal die Vorstellung, er ist so überrascht worden und wusste nicht, wohin gemacht wird. Er hat wohl gewusst, er schreibt einen Brief von Worms und sagt, äh, ich werde jetzt äh, eingesackt werden und ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Also es war so ein bisschen gespielt, die ganze Sache. Und alle seine Freunde werden dann vertrieben, er wird eingesackt im wahrsten Sinne des Wortes und wird über viele Umwege durch den Thüringer Wald hierhin gebracht. Ja, da, da sagt schon jemand, weißt du, wo das ist? Das war Eisenach, das ist die Wartburg. Ganz, ganz imposantes äh, Gebäude. Hatte vor wenigen, wenigen Tagen tatsächlich die Gelegenheit, dort zu sein. Ähm, kam gerade mit meiner Frau von einer Tagung aus Berlin, da sind wir noch vorbeigefahren. Hier ist der Südturm, ist noch hochgekraxelt. Und hier, sehr, sehr spannend. Und naja, in Worms, äh, Verzeihung, in, in auf der Wartburg hat er sich dann ähm, versteckt. Für eine ganze Zeit lang. Und da wurde er ganz genau, da wurde der Junker Jörg genannt. Und der entscheidende Punkt hier ist der folgende: Als Luther versteckt wurde, wusste am Anfang keiner, wo er ist. Was haben wohl die meisten gedacht? Tod, nicht wahr? Und in diesem Moment musste die Reformation von anderen weitergetragen werden. Hier ist eine extrem interessante Lehre für uns. In dem Moment seines größten Triumphes wurde er von der Bildfläche gezogen. Aus welchem Grund wohl? Wenn er zurückgekehrt wäre nach Wittenberge, wie wäre er wohl empfangen worden? Man hätte ihn wahrscheinlich gleich zum nächsten Papst gemacht, nicht wahr? Unser Held Luther, du bist der Größte, du bist der Beste, du bist so toll, du bist so mutig. Was hätte das mit ihm gemacht? Gott wusste, warum er ihn zurückzieht. Manchmal. Lässt Gott uns die Triumphe unseres Lebens nicht auskosten. Sondern es sollte deutlich werden, dass dieses Werk nicht von Luther ist, sondern von Gott. Und so muss er etliche Monate dort als Junker Jörg sich auf dieser Wartburg ähm, zurechtfinden und hat dort ein Projekt, mehrere Projekte ins Auge gefasst. Er hat zunächst mal Traktate geschrieben und in die Welt verbreitet. Und dann hat er das Neue Testament übersetzt. Weißt du, wie viele Wochen? Wie viele Wochen braucht man so zum Durchlesen des Neuen Testaments? Wie gesagt, es denn zum Übersetzen? jemand mal versucht, das Neue Testament am Stück durchzulesen? Wie lange? Zwei Wochen? In zehn Wochen hat es übersetzt gehabt. Aus dem Griechischen. Ich weiß nicht, wer von uns das ganze Neue Testament mal durchgelesen hat. Da sind ein paar ganz schön komplizierte Stellen drin. Zehn Wochen, dann war es übersetzt. Aber mit der Zeit war es ihm dann doch ziemlich... Ziemlich ungemütlich, weil er, er wollte etwas tun, aber er konnte nicht. Und so musste er da bleiben, denn Gott wollte zeigen, dass diese Sache nicht Luthers Sache war, sondern Gottes Sache. Und durch die Entfernung von Luther für einen Zeitpunkt wurde plötzlich der Blick des reformierten Deutschlands frei auf jemand anderes, den bisher niemand wahrgenommen hatte. Naja, da bin ich. Nämlich. Auf Zwingli. Nun, wer war Zwingli? Ist nicht interessant, dass Gott bei der Auswahl seiner Reformatoren meistens eben nicht die großen Leute gewählt hat? Keine Fürsten, keine Herzöge, keine Erzbischöfe? Genauso wie Jesus nicht die führenden Theologen seiner Zeit gebrauchen konnte für seine Reformer, die Apostel. So hat auch Gott im 16. Jahrhundert nicht die großen Leute gebrauchen können, sondern die, die einfach geboren waren. Luther war einfach geboren, Huss war einfach geboren und auch Zwingli war einfach geboren. Vielleicht denkst du, lieber Freund, liebe Freundin, ich bin nur ein ganz normalsterblicher, so ein Otto-Normalverbraucher. Also, Gott kann mit mir bestimmt nichts Großes vorhaben. Ich habe kein Theologie studiert, habe nicht das, nicht jenes. Täusch dich nicht. Es waren die einfachen Menschen, die Gott für die gewaltigen Aufgaben gebraucht hat als Jesus zu den Jüngern gesagt hat, folgt mir nach. Welchen Beruf haben die Jünger gehabt? Und Fischer. Andere waren Zöllner. Das waren zwielichtige Berufe zum Teil. Ich weiß nicht, was ihr Beruf ist, aber Gott hat eine Aufgabe. Auch für sie. Auch für dich, lieber Freund, liebe Freundin, lieber Zuschauer. Gott hat eine Aufgabe, wenn du bereit bist, ihm zu folgen, so wie Hus ihm gefolgt ist, so wie Luther ihm gefolgt ist und so wie auch Zwingli ihm gefolgt ist. Hier ist Zwingli geboren. Schön, oder? In der Schweiz. Und das ist seine Geburtshütte. In dieser Holzhütte ist er geboren. Also das war jetzt kein Königspalast, oder? Aber vielleicht auch schöner als ein Königspalast, ich weiß nicht. Ähm, das Ganze hier im Glarus. Er wurde in Wildhaus geboren am 1. Januar 1484. Übrigens nur wenige Wochen nach Martin Luther. Die beiden waren fast zeitgleich ähm, auf die Welt gekommen. Und Ulrich war genauso wie Lothar ein ziemlich helles Köpfchen. Auf Deutsch gesagt, er war super intelligent. Und er ist bald ähm, auf die Schule gegangen. Ähm, seine Großmutter hat ihn in der Natur auch unterrichtet, hat ihm biblische Geschichten erzählt, von dem, was sie so wusste, ähm, aus den Erzählungen der, der Bischöfe. Und naja, äh, er hat ganz schnell Anzeichen gegeben, dass er wirklich äh, ein, äh, ja, eine Karriere vor sich haben könnte. So hat man ihn hier, hier ist die Gegend, wo er herkommt, das Glarus. Hat man ihn 1497 auf die Schule nach Bern geschickt. Das Problem war nur, man hat kaum noch Lehrer gefunden, die ihn unterrichten konnten. Er war 13 Jahre alt und es gab kaum noch Lehrer in der ganzen Schweiz, die klug genug waren für ihn. Weiß nicht, das ist ein schönes Problem zu haben, oder? Naja, wie auch immer. Er kommt dort nach äh, Bern, hier, altes Bild von Bern, und in Bern. Ähm, gibt es zwei Orden, zwei Mönchsorden, die um die Rivalität der Bevölkerung kämpfen? Das eine sind die Augustiner, das andere sagen, die Dominikaner, das andere sind die Franziskaner. Und dieser junge, geniale Ulrich Zwingli wäre für beide eine große Bereicherung. Und so versuchen die Dominikaner, ihn ins Kloster zu locken, als einen großen Gelehrten ihn aufzubauen. Als das der Vater hört, Sagt er, Ulrich, du kommst zurück. <laughs> Nix da, im Kloster. Es ist interessant, dass sowohl Zwingli als auch Luther beide diese, diesen Kontakt zu den Mönchen hatten. Und Luther selbst wäre um ein Haar für die Welt verloren gegangen, wenn er dort im, im Kloster geblieben wäre. nicht? es keine Reformation in der, Maße so in der Form gegeben, wie wir sie heute kennen. Aber im Fall von Zwingli war der Vater noch ein bisschen energischer als der von Luther. Und ähm, er hat ihn zurückgeholt, hat ihn dann nach Basel geschickt, erst nach Wien und dann nach Basel. Dort hat er sein Studium fortgesetzt, hier haben wir die alte Universität in Basel. Und in Basel hat er einen Lehrer gehabt, einen Lehrer für Hebräisch und Griechisch. Dieser Lehrer hieß Wittenbach. Und Wittenbach hatte im Studium des Hebräischen des Griechischen etwas entdeckt, nämlich, dass die Lehren der Bibel nicht völlig übereinstimmen mit dem, was in der Kirche gelehrt wird. Und das hat er so subtil im Unterricht den Studenten eingeflößt. Ach, da gibt es andere Dinge. Er nannte das die ganz alte Wahrheit, die noch älter ist als die Philosophen und die Theologen und so weiter. Die alte Wahrheit. Und das ging so in das Gehirn vom, vom Zwingli hinein. Er hat dort das Evangelium kennengelernt. Er wurde 1506 Magisteratium, wurde zum Priester geweiht und ging dann als Pfarrer zurück in seine Heimat und hat dort gepredigt. Und als er als Pfarrer tätig war, musste er natürlich viel in der Bibel lesen. Und je mehr die Bibel studiert hat, desto mehr hat er Christus erkannt. Ich weiß nicht, wer von uns diese Erfahrung gemacht hat, selbst die Bibel zu lesen. Und wir haben es ja schon öfter empfohlen in dieser Serie. Das Beste, was Sie machen können in Ihrem Leben, ist, fangen Sie einfach mal an, die Bibel selbst zu lesen, lieber Zuschauer. Fangen Sie einfach mal an, selbst zu lesen. Als Zwingli die Bibel selbst liest, entdeckt er den Plan der Erlösung. Er entdeckt einen Christus, der für ihn gestorben ist, der alle Schuld von ihm nimmt. Er sagt später, als ich vor sieben oder acht Jahren anhub, mich ganz an die Heilige Schrift zu lassen, wollte mir die Philosophie und Theologie der Zenker immer da ihre Einwürfe machen. Vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie sagen, naja, die Bibel kann man ja gar nicht verstehen, weil der eine legt sich so aus, der andere legt sich so aus, die Kirchen streiten sich alle miteinander. Schon mal gehört? Jeder hat so seine eigene Auslegung und wer soll da durchsehen? Außerdem nicht wahr, kann ich da, bin ich nicht trainiert. Und er mit dem gleichen Problem hatte zwingend zu kämpfen. Er wusste, wie soll ich jetzt ran an dieses Buch? Und dann sagt er, da kam ich zuletzt dahin, dass ich dachte, doch mit Schrift und Wort Gottes dazu geleitet, du musst das alles lassen liegen. Und die Meinung Gottes lauter aus seinem eigenen einfältigen Wort lernen. Mit anderen Worten, weg mit den Kommentaren, weg mit den Theologen, weg mit all dem klugen Zeug. Lies die Bibel mal einfach selbst und vergleiche die Bibel mit der Bibel. Dann sagt er, da hub ich an, Gott um sein Licht zu bitten und fing mir an, die Schrift viel heller zu werden. Brauchst du Licht in deinem Leben? Lies die Bibel mal einfach, ohne dass jemand anders dir erklärt, worum es geht. Einfach mal selbst. Und schau, ob nicht auch in deinem Leben dein Herz heller und heller wird. So wie es zwingend erlebt hat. Das Licht des Evangeliums wurde immer klarer und heller in seinem Licht. Später hat man gefragt: Ja, Moment mal, wie kann es sein, dass du dasselbe sagst wie Luther in Wittenberg? Wissen Sie, was er gesagt hat? Er sagt, predigt Luther Christus, so tut er eben dasselbe, was ich tue. Wie wohl Gott sei gelobt, durch ihn eine unzählbare Welt mehr als durch mich und andere zu Gott geführt werden. Dennoch will ich keinen anderen Namen tragen als den meines Hauptmanns Christi. Er sagt, ich bin kein Lutheraner, dessen Kriegsmann ich bin. Der wird mir Amt und Sold geben, so viel ihm gut dünkt. Dennoch bezeuge ich vor Gott und allen Menschen, dass ich keinen Buchstaben alle Tage meines Lebens Luther geschrieben habe, noch er mir, noch habe ich solches veranstaltet. Wissen Sie, was das steht? Dort steht, dass zwei Menschen zur selben Zeit, ohne voneinander gewusst zu haben, auf dieselbe revolutionäre Erkenntnis gestoßen sind, nur durch Bibelstudium. Ein Beweis dafür, dass es eben nicht Luthers Sache war, der einfach was entdeckt hat und dann andere Leute angeschüttelt hat. Es gab andere, und wir werden morgen Abend noch mehr von anderen hören, die zu der gleichen Zeit überall dieselben Botschaften entdeckt haben, dieselbe Wahrheit entdeckt haben. Ein Beweis dafür, dass hier nicht einfach nur jemand was Interessantes rausgefunden hat, sondern dass Gott in diesem Magna Conflictio einen Schritt machen wollte. Er sagt: Solches habe ich nicht unterlassen aus Menschenfurcht, sondern weil ich dadurch habe allen Menschen offenbaren wollen, wie einhellig der Geist Gottes sei. Dass wir so weit voneinander wohnen, dennoch so einhellig die Lehre Christi lehren. Obwohl ich ihm nicht anzuzählen bin, denn jeder von uns tut so viel, dem Gott weiß. Ein Beweis dafür, dass Gott gewirkt hat in der Reformation, ist, dass Leute, die nichts voneinander gewusst haben, zur selben Erkenntnis gekommen sind. Wissen Sie, was mich immer erstaunt, ist, dass wenn ich was in der Bibel lese, und der gemeine Güte, das hat bestimmt noch kein Mensch rausgefunden, habe das von keinem gelernt, nicht wahr? Und dann finde ich einige Zeit später jemand, der genau das Gleiche sagt, dann ich, meine Güte, das muss der Heilige Geist sein, nicht wahr? Das ist sehr, sehr spannend. Sollten Sie auch mal die Erfahrung machen. Wir müssen einfach nur die Bibel lesen. Luther und Zwingli, zwei Leute, die sich gar nicht kannten, und die zur selben Zeit geboren werden, zur selben Zeit die Wahrheit erkennen und zur selben Zeit mit der Reformation beginnen. Der eine in Norddeutschland, Nordostdeutschland, der andere in der Schweiz. 1516 wird er zum Prediger berufen in das Kloster Einsiedeln. Das ist ein besonderes Kloster. Hier haben wir den Eingang zur Kirche, ganz gewaltig, nicht wahr? Und also da sieht das ganze Kloster, das war keine kleine Stelle hier. Hier der, der Prediger zu sein. Er war ein sogenannter Leutspriester. Er sollte zu den Leuten predigen. Und dieses Kloster war ein besonderes Kloster, denn dieses Kloster war ein Wallfahrtsort. Wissen Sie, was ein Wallfahrtsort ist? Da kommen die Leute auf Wallfahrten und erwarten besondere Dinge. Warum erwarten die besondere Dinge? Weil dieses Kloster eine Besonderheit hatte. Da gab es so einen Schrein und in diesem Schrein gab es die hier. Wissen Sie, sehen, was das ist? Eine schwarze Madonna, ja. Also, ich habe bis heute nicht ganz verstanden, warum manche Madonnen schwarz sind, was der genaue Grund dahinter ist. Es gibt so eine auch in Deutschland, wissen Sie wo? Hm? Es gibt einige, also ich kenne eine in Altötting zumindest, nicht wahr? Da gibt es auch die, die, die schwarze Madonna. Und natürlich war das mit besonderen Ablässen verbunden, wer da hinkommt, der bekommt äh, Vergebung seiner Sünden und der Sünden seiner Eltern und Neffen und Onkels und Tanten und von, von der Vergangenheit und der Zukunft und überhaupt. Und jetzt sollte er da predigen. Durch das Studium der Bibel war er aber zu der Überzeugung gekommen, das, das macht er ja gar nichts. Da kann man gar keinen Ablass bekommen, keinen echten. Und so predigt er gegen die Pilgerei. Er sagt: Der Ablass, die Wallfahrt und die Gelübde, die Geschenke, die nur man den Heiligen macht, haben was? Wenig Wert. Gottes Gnade und Hilfe sei allen Orten gleich nahe und er höre das Gebet anderswo nicht weniger als zu einsiedeln. Manchmal gibt es so die Vorstellung, ich muss an einen bestimmten Ort gehen, nicht wahr? Und dort kann ich beten, an einem bestimmten Ort, wo es besonders heilig ist. Wissen Sie, dass Gott überall, dass man zu Gott überall beten kann? Dass man nicht zu einem bestimmten Schrein gehen muss, an einer bestimmten Kirche, an einem heiligen Ort? Gott ist überall. Wir ehren Gott mit Plappergebeten, mit auswendigem Schein der Kutten, mit weißem Geschleife, mit säuberlich geschorenen Glatzen, mit langen, schön gefalteten Röcken, mit wohlvergüldeten Mauleseln. Aber das Herz ist fern von Gott. Und ich glaube, diese Botschaft von Swing, ist eine aktuelle Botschaft, denn auch heute noch gibt es so viele Menschen, die ehren Gott. Vielleicht nicht mit wohlvergülteten Mauleseln, aber doch mit Plappergebeten und mit einem Schein von Frömmigkeit, nicht wahr? Wir gehen ab und zu in die Kirche und glauben, wir sind eine christliche Nation. Aber wo ist unser Herz? Lieber Freund, liebe Freundinnen, wo ist dein Herz heute Abend? Ist dein Herz nahe zu Gott oder fern von Gott? Er sagt: Christus der sich einmal für uns geopfert hat, ist ein in Ewigkeit wehrendes und bezahlendes Opfer für die Sünden aller Gläubigen. Jetzt, was ist wohl passiert, als er das gepredigt hat? Stellen wir uns vor, da kommen jetzt all diese Hunderten und Tausende Pilger auf ihren Wallfahrten, hoffend von der schwarzen Madonna irgendeinen Seelenfrieden zu bekommen und der Prediger predigt in der Kirche, hat alles keinen Wert. Er hätte doch ruhig zu Hause bleiben können. Er hätte doch dort beten können. Können wir uns vorstellen, dass die meisten ziemlich, ziemlich erbost waren? Ja, warum habe ich denn die Reise gemacht? <laughs> Diese lange, lange Pilgerreise durch die Schweizer Alpen. Nur um hier zu erfahren, es war alles umsonst. Die schwarze Madonna macht gar nichts, sie hört nichts, sie sieht nichts, sie riecht nichts, sie kann gar nichts. Die meisten waren ziemlich böse auf ihn. Aber einige haben sich auch bekehrt und haben dann gesagt, okay, dann ähm, hast du wohl recht. Und was war wahrscheinlich das notwendige Resultat der ganzen Sache? Das ist nicht ganz. Das notwendige Resultat war, es gab weniger Pilger. Und jetzt mal ökonomisch denken, weniger Pilger, immer weniger Pilger bedeutet weniger Spenden, weniger Geld. Das bedeutet wiederum weniger Gehalt für Zwingli. Das hat er gewusst. Er hat eine Botschaft gepredigt, von der er wusste, dass sein Gehalt kürzen wird. Und zwar direkt. Er wusste, je mehr er gegen die Pilger predigt, desto weniger Pilger kommen, desto weniger Gaben, desto weniger Gehalt. Es ist eine Sache für die Wahrheit einzustehen und sagen, ja, das ist die Wahrheit. Eine andere Sache wenn ich, ist es, für die Wahrheit einzustehen, wenn ich weiß, dass, wenn ich dafür einstehe, ich einen direkten Nachteil habe. Und manchmal können finanzielle Nachteile besonders schmerzhaft sein. Nicht wahr? Hättest du das auch gemacht, lieber Freunde, liebe Freundinnen? Freundin? Gegen etwas zu predigen, wo du weißt, es führt dazu, dass dein Lohnzettel. Historiker sagen, Zwingli hat sich darüber gefreut. Das war ein Beweis dafür, dass seine Predigt erfolgreich war. Das war toll, nicht wahr? Wenn der Lohn der Predigt darin besteht, weniger Geld zu bekommen. Das ist eine Lehre für uns. Das ist die Wahrheit, die Wahrheit ist, auch wenn sie uns nicht gerade gut tut, finanziell gesehen. Ach, so einfach, für die Wahrheit einzustehen, wenn man dafür Lob bekommt, nicht wahr? Das ist ganz anders, wenn man vor Kaiser und Reich steht oder wenn der Lohnzettel gekürzt wird. Was wir brauchen heute, sind Männer und Frauen, die für die Wahrheit einstehen, weil es die Wahrheit ist. Nicht, weil man dafür in den Himmel kommt oder was Gutes bekommt oder angesehen wird oder Mitglied einer Kirche wird oder dies oder jenes. Alles schön und gut, trifft auch alles zu. Aber würdest du für die Wahrheit auch einstehen, wenn das alles nicht zutreffen würde? Liebst du die Wahrheit, weil es die Wahrheit ist? Oder liebst du die Wahrheit, weil der, der die Wahrheit liebt, einen Lohn bekommen wird? Das ist unterschiedlich, Zwingli liebt liebte die Wahrheit, auch wenn sein Lohn gekürzt worden ist. Nach drei Jahren wurde abberufen. In Rom hatte man das schon gehört. Aber man hatte ja auch gemerkt, dass in der Sache mit Luther, dass Gewalt nicht wirklich was bringt. Sondern dass Deutschland jetzt am dem Rand eines Aufrufs war, so hat man versucht, ihn jetzt wegzuloben an eine höhere Stelle. Und zwar nach Zürich. Zürich an dieser großen Kirche. Zürich war damals die gewaltigste und wichtigste Stadt der gesamten Eidgenossenschaft. Und dort sollte er jetzt Prediger sein. Und da hat man gehofft, na, da wird er untergehen. Nicht wahr? Im, im, im großen Ganzen und nichts mehr tun können. Am 1. Januar tritt er seine, seine Predigerstelle dort an, am Züricher Großmünster. Und er bekommt eine Einweisung was er denn zu predigen haben, was sein Job ist, okay? Das ist interessant, nicht wahr? Wenn man da zur an die größte Stelle, das war ja ein Karriereschub, nicht wahr? An der gewaltigsten Kirche des Landes Prediger sein. Kommt jetzt eine eine Instruktion und die geht folgendermaßen. Du musst nicht versäumen für die was für die Einkünfte des Domkapitels zu sorgen und auch das Geringste nicht verachten, ermahne die Gläubigen von der Kanzel und dem Beichtstuhle alle Abgaben und Zehnten zu entrichten und durch Gaben ihre Anhänglichkeit an die Kirche zu bewähren, auch die Einkünfte von Kranken, von Opfern. Und jeder anderen Handlung musst du zu mehren suchen. Das ist ziemlich deutlich, nicht wahr? Du bist hier, um das Geld reinzutreiben. Und jetzt Achtung! Auch gehört zu deinen Pflichten, die Verwaltung des Sakramentes, die Predigt und die Seelsorge. In mancher Hinsicht, besonders in der Predigt, kannst du dich durch einen Vikar ersetzen lassen. Interessant, nicht wahr? Hier hast du die tollste Stelle, die es gibt in der ganzen Schweiz, aber Predigen brauchst du nicht. Schaff das Geld heran. Und dann heißt es, die Sakramente brauchst du nur den Vornehmen, wenn sie dich fordern zu reichen. Du darfst es sonst ohne Unterschied der Person nicht tun. Zwinglich hat sich das angehört hat seine Instruktoren ausreden lassen und hat folgendes gesagt. Ich werde was ganz anderes machen. Ich werde Wochenende für Wochenende das Evangelium auslegen. Er sagt, von der Geschichte Christi des Erlösers, wie sie der Evangelist Matthäus beschrieben hat, sei wohl schon der Titel länger bekannt, aber deren Vortrefflichkeit sei schon lange Zeit nicht ohne Verlust des göttlichen Ruhmes und der Seelen verborgen geblieben. Dasselbe sei nicht nach menschlichem Gutdünken zu erklären, sondern im Sinne des Geistes mit sorgfältigem Vergleich und in dem Gebet. Er sagt, meine Aufgabe ist hier, ich werde Woche für Woche die Bibel auslegen. Ich fange bei Matthäus an. Er hat durch Matthäus gepredigt, dann Markus, Lukas, Johannes, weil seit Jahren kein Mensch mehr gepredigt hatte. Und heute steht an diesem, in dieser Kirche, kann es jemand lesen? In diesem Gotteshaus nahm die Reformation Huldrich Zwinglis Ihren Anfang in Zürich. Nicht, dass er vorher nicht schon reformiert gewesen war, aber hier beginnt jetzt für alle sichtbar, in der Hauptstadt sozusagen der Schweiz, die Reformation auszubrechen. Er predigt so begeisternd, dass viele, die schon seit langem nicht mehr zur Kirche kommen, wieder kommen. Heute gibt es ja auch viele Menschen, die die Kirche verlassen. Es gibt viele Gründe, warum man die Kirche verlassen kann. Vielleicht ist man enttäuscht worden von den Menschen, man findet keine geistliche Nahrung mehr und man, aus irgendwelchen anderen Gründen. Zwingli hat die Menschen wieder zurückgerufen zur Kirche und sie kamen. Weil endlich haben sie etwas verstanden. Endlich war es ihnen klar. Und Zwingli hat nicht alles auf einmal gepredigt. Zwingli hat Stück für Stück die Wahrheit entfaltet. Sehr intelligent hat er das gemacht. Und er sagt, Christus aus der Quelle zu predigen und den reinen Christus in die Herzen einzupflanzen, das war sein Ziel. Liebe Freund, liebe Freundin, ist Christus in dein Herz? eingepflanzt oder bist du Kirchgänger großer Unterschied zwingend hatte er einen, einen Wunsch. er wollte dass Christus im Herzen eingepflanzt ist und dabei ist ihm viel Böses widerfahren man hat ihn ausgelacht man hat ihn geschlagen aber er sagt wenn man die Bösen zu Christus führen will so muss man bei manchem die Augen zudrücken ich war vor allem wenn man schlecht behandelt wird und dann kam jemand aus einer anderen Stadt und zwar aus waren wir es Genau, aus Basel und brachte Schriften von Luther mit. Und jetzt kam so langsam der Kontakt her. Und Zwingli hat erlaubt, dass diese Schriften jetzt von Buchevangelisten Haus zu Haus in der Schweiz verbreitet worden sind. Und plötzlich wirkte Luther und Zwingli wirkten quasi zusammen. Und die Reformation breitete sich aus. Zur selben Zeit, wie wir es schon bei Luther gesehen haben, gab es auch in der Schweiz Ablasshandel. Dort gab es keinen Tetzel, sondern einen Samson. Der war zwar nicht besonders stark, der biblische Samson, aber besonders erfolgreich. Und er ist auch im Auftrag eines italienischen Kardinals dort durch die Lande gezogen. Samson war auch Italiener. Und hat Geld eingesammelt für Ablassbriefe. Aber Zwingli hat genauso wie Luther so stark dagegen gepredigt, schon in Einsiedeln und dann vor allem in Zürich, dass in Zürich der Samson nicht einen einzigen Cent verkauft hat. Er ist rein in die Stadt. Hat er seine Ablassbriefe äh, beworben sagt ja, Ablass für das und jenes und solches und hat sich einen einzigen verkauft. Die Leute waren so gründlich unterwiesen im Wort Gottes, dass sie sofort erkannt hatten, was das für jemand ist. Und das ist das Ziel, glaube ich, das immer sein muss und das wir auch hier verfolgen. Nicht, dass wir ihnen einfach was erzählen, sondern dass sie so gründlich die Wahrheit kennen, dass sie selbst entscheiden können, auf welcher Seite sie stehen wollen. Dann kam die Pest. Und die Pest war so stark, 1519, dass Zwingli fast gestorben wäre. Er war schon auf seinem Totenbett. Er war bereit zu sterben. Und das Gerücht ging schon durch die Schweiz, zwinglich ist tot. Aber er kam zurück. Auch auf dem Totenbett wusste er, dass Christus schon gestorben ist. Und als er zurückkam, da zeigte sich, dass die, dass die Pest ein Segen war für die Reformation. Denn während der Pest haben so viele Menschen Leute verloren, dass sie sich gefragt haben, was passiert nicht wahr? Wo kann ich ewiges Heil erwärmen? Im Haus des Todes, wenn ich Menschen verliere, die mir lieb und wert sind, dann stelle ich plötzlich andere Fragen als was gibt es morgen zu essen und was ziehe ich übermorgen an. Dann stelle ich die Fragen wie wo kann ich ewiges Leben bekommen. Und plötzlich waren die Menschen noch viel mehr offen. Und Zwingli hat durch dieses ganze Thema vor allem den Erlösungsplan immer deutlich verstanden. Er hat verstanden, was passiert ist damals, als Adam gesündigt hat und Eva. Und was passiert ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und diesen Erlösungsplan, dieses Konzept eines, eines großen Planes, den Gott erworben hat oder er sich erdacht hat, um jeden Menschen zu retten, den predigt er Woche für Woche dort in Zürich. Und dann im 1522 kommt es dann im März zu, einem, zu einer Konfrontation. Viele haben keine Lust mehr, die vorgeschriebenen Fastenzeiten zu beachten. Und da gibt es einige in seiner Gemeinde, die einfach provokativ... Ähm, Während der Fastenzeit Würste essen. Ob das jetzt unbedingt Würsten sein müssen, das ist eine andere Frage. Aber das haben sie gemacht und Zwingli hat sie unterstützt, hat gesagt: Ja, wir brauchen keine Fastentage, die vorgeschrieben sind. Jeder kann fasten, wann er will. Nicht wahr? Und das hat dann zum offenen Bruch geführt. Und ab dem Zeitpunkt zählt man die offizielle Reformation. Aber das war natürlich nur der Ausbruch von einer viel längeren Entwicklung. Er sagt dann auf die Anklage, dass er mit seinen Lehren die ganze Stadt in Aufruhr bringen würde. Ich habe schon beinahe vier Jahre lang das Evangelium Jesu mit saurer Mühe und Arbeit gepredigt. Und was ist das Resultat? Zürich ist ruhiger und friedlicher als jeder andere Ort der Eidgenossenschaft. Und dies schreiben alle guten Bürger dem Evangelium zu. Gerade als die Papisten kamen und gesagt haben, schaut mal, dieser Zwingli macht Unruhe. Dann haben sie gesagt, schaut ihr doch mal um. Fragt mal die Bürger, wie es friedlich hier zugeht. Es ist interessant, dass der Frieden ein Beweis war für das Evangelium. Ja, es gab einen Konflikt mit denen, die außerhalb waren, ja? aber mit die untereinander, die, die das Evangelium angenommen hatten, hatten Frieden miteinander. Und das ist genau das Wesen des großen Konfliktes. Frieden innen, Konflikt nach außen. Bald schon werden Disputationen abgehalten, 1523 die erste Zürcher Disputation. Und der Konstanzer Bischof sendet drei Abgesandte. Unter einer von ihnen ist Eck, Dr. Eck, den kennt man ja auch aus der Geschichte mit Luther, nicht wahr? Und sie sollen miteinander disputieren und, ähm, naja, Gespräche führen. Und Zwingli ist so überzeugend, dass sogar einer der Abgesandten äh, sich an Ort und Stelle bekehrt und reformiert wird. Und dann, 1526, hat Rom eine andere Idee. Man möchte eine neue Disputation haben, aber nicht in Zürich. Denn Zürich war mittlerweile so fest in der Hand von Zwingli, dass der Rat der Stadt komplett zur Reformation übergegangen war. Die gesamte Stadt war reformiert worden innerhalb von wenigen Jahren. Und Zwingli wäre gern gegangen nach Baden, was in einem katholischen Kanton gewesen ist. Aber der Rat der Stadt hat es ihm verboten und gesagt: Wenn du da hingehst, dann werden sie dich umbringen. Also. Mussten zwei andere Leute gefunden werden, die vom 19.05. bis zum 8.6. dort in Baden disputieren sollten. Einer von ihnen war Johannes Öko Lampard. Mal gehört? Und das andere war Halle. Aber er, Öko Lampard, war im Wesentlichen der Hauptvertreter für, für Zwingli. Und ihre Gegner, das war Dr. Eck und noch einige andere. Und hier sollte das Ganze stattfinden, in der großen Kathedrale von Baden. Und so sah das aus. Das Interessante war, hier haben wir eine, ungefähr eine, eine Entfernung von Zürich nach Baden. Okay? Zwingli war ja nicht, es war ihm nicht erlaubt, in Baden dabei zu sein, aber er wollte so gern wissen, was dort passiert. Was hat man gemacht? Das Problem war, man konnte nicht ohne weiteres dem Zwingli sagen, was los ist, denn es gab folgende Politik. Während dieser Disputation zwischen den Katholiken und den Reformierten durften nur Katholiken... Äh, Mitschriften anfertigen. Es gab bestimmte Sekretäre, die von Rom bestellt waren und die mussten mitschreiben, Protokolle machen. Das Mitführen von, oder das Mitschreiben war bei Todesstrafe verboten. Okay, also war die Sache gegessen. Aber es gab einen Studenten, der jeden Tag drin saß und am späten Abend dann die gesamte Disputation des Tages aus dem Gedächtnis rekonstruiert hat, aufgeschrieben hat. Dann wurde dieses, dieser Brief. Einem anderen Studenten übermittelt, der dann nachts, also am Anfang nachts sozusagen, späten Abend, diese 23 Kilometer von Baden nach Zürich zurückgelegt hat, in der Nacht dann in Zürich angetroffen ist, Zwingli die Disputation übergeben hat, Zwingli sich die Argumente angeschaut hat, die ganze Nacht ein, eine Antwort geschrieben hat, die besten Argumente dagegen, und dann am frühen Morgen sie wieder überreicht hat und dann ist dieser Student wieder. 23 Kilometer zurück nach Baden, hat sich als Flügelhändler verkauft, mit einem großen... Äh, ausgegeben. ausgegeben, genau. Und hat sich mit einem großen Korb mit Geflügel, und da drin waren die Briefe, in die Stadt hineingeschmuggelt. Und was meinen Sie, wie sich die Katholiken immer wieder gewundert haben, dass Öko Lombard jeden Tag hervorragende Argumente hatte, auf die Argumente vom Tag davor. Die haben das einfach nicht begriffen. Naja, das war übrigens derjenige, der sie geschmuggelt hat. Wie auch immer. Es wurde dann ziemlich deutlich vielen Beobachtern im Vergleich der Lebensstil der, der katholischen Abgesandten und der einfachen Reformierten. Das war in allen Zeiten eines der größten Zeugnisse für die Wahrheit. Und kurze Zeit später war die halbe Schweiz reformiert. Wir sind am Ende angekommen für heute und ich möchte ihn einfach diese Frage stellen. Was kostet es heute für Sie, sich für die Wahrheit zu entscheiden? Wir haben gesehen, Martin Luther, wie er bereit war dort vor dem Reichstag gegen Freund und gegen Feind für die Wahrheit einzustehen. Wir haben gesehen, wie Zwingli bereit war, die Wahrheit zu verteidigen, selbst dann, wenn es Einbußen für ihn bedeutet hat. Was bedeutet es für dich, lieber Freund, liebe Freundin, für die Wahrheit einzustehen? Hast du Mut zur Wahrheit? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das war die Wahrheit, die dazu geführt hat, dass John Wycliffe gesagt hat: Ich muss die Bibel übersetzen. Das war die Wahrheit, die dazu geführt hat, dass Jan Horst gesagt hat: Egal was passiert und wenn ich verbrannt werde, ich kann das nicht widerrufen. Es war diese Wahrheit, die Martin Luther die Festigkeit gegeben hat, vor Kaiser und Reich zu sagen, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Es war diese Wahrheit, die dazu geführt hat, dass Zwingli gepredigt hat, auch wenn es zu seinem eigenen Nachteil war. Es ist die Wahrheit, die heute zu mir und zu dir spricht, auf das alle, egal ob Schweizer oder Engländer oder Böhme oder Deutscher, oder aus welcher Nation Sie auch kommen mögen. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus ist für dich gestorben. Und er wünscht sich, dass genauso mutig wie die Waldenser und die Reformatoren, über die wir schon gesprochen haben, auch wir einen Stand machen für ihn. Deswegen möchte ich heute einen Aufruf machen. Wir haben am Anfang gesehen, der Aleander hat auch einen Aufruf gemacht, nicht wahr? Aber dieser Aufruf wird ein besseres Ziel haben, als das, was Aleander vorhatte. Unser Aufruf wird einfach der sein. Gibt es jemanden heute unter uns, der sagt, ich möchte zur Wahrheit stehen? Ich möchte sagen, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Aber ah, Wenn das Ihr Wunsch ist und Ihr Ziel, dann heben Sie heute nicht Ihre Hand, sondern zeigen Sie das Buchstäblich und sagen: Hier stehe ich. Stehen Sie auf und tun Sie Ihren Stand für Gott. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort und das Leben deiner Nachfolger studieren konnten. Dass wir sehen konnten, was eine unglaubliche, transformierende Kraft dein Wort hat. Wie es aus einfachen Männern und Frauen, die alle Fehler hatten und die alle auch geirrt haben. Menschen gemacht hat, die treu zur Wahrheit standen, egal was, das, was die Konsequenz war. Wir wissen uns in unserem eigenen Leben, wir alle sind manchmal ein bisschen wie Hieronymus oder Huss oder Wycliffe oder Luther. Wir alle haben unsere Probleme, unsere Sorgen und unsere Nöte. Aber so wie Luther dort gebetet hat, in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag und sicher geworden ist, dass du mit ihm gewesen bist und er dann sicher stehen konnte, so wollen auch wir Sicherheit haben, dass du mit uns bist und dass du unser Leben veränderst. Hab Dank, Herr Jesus, dass du zu jedem Einzelnen gesprochen hast, zu denen, die die Wahrheit vielleicht schon gekannt haben und zu denen, die wir heute zum ersten Mal gehört haben, zu jedem Zuschauer, zu jedem, der hier persönlich da war. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Entscheidung bewahrst und dass du uns so bewahrst, wie du auch den Martin Luther bewahrt hast, der den Stand für dich gemacht hat und bewahrt worden ist und zu einem großen Zeugen für die Wahrheit wurde und noch vielen Menschen das Evangelium gebracht hat und noch Jahrhunderte später zur Inspiration für uns wird. So danken wir dir, dass du bei uns bist, dass du uns führst und leitest und uns morgen wieder gesund hier zusammenbringen wirst. Im Namen Jesu. Amen.